Tag. Guten Tag. Entschuldigen Sie, sind Sie der Herr Eder? Ja, freilich. Einen Moment, ja. Entschuldigen Sie mich bitte. Ich muss schnell meine Säge aufstellen. Ich kann ja nicht reden, So, jetzt. Ja, also Sie sind mir empfohlen worden, ja? Sozusagen als Spezialist für besonders diffizile Schreinerarbeiten. Für was? Ich meine für besonders feine Arbeiten, aha, besonders auf dem antiken Sektor. Ah, für alte Mäbel? Mhm. Ja, mei, ja, da verstehe ich schon was davon. Aber Spezialist bin ich keiner. Um was handelt sich's denn? Ich habe ein wirklich wunderschönes Zifferblatt mit Uhrwerk aus dem 17. Jahrhundert. Na, sehr wertvoll. So. Und dazu hätte ich gern einen Uhrenkasten im Stil der Zeit. Ah, eine Standuhr? Ja. Ja, wissen Sie, das ist schwer. Da müssen wir irgendwelche Vorlagen haben. Oh, die habe ich. So? Mhm. Ja, und das da, was Sie da an der Kette tragen, das ist doch auch eine Uhr, nicht? Ja, das ist ein Hochzeitsgeschenk von meinem Mann. Na, so eine kleine Uhr habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Oh, die gibt's aber jetzt viel. Sachen gibt's. Ja, also wären Sie bereit, mir eventuell so einen Uhrenkasten zu machen? Nein, ich müsste mir heute die Unterlagen einmal anschauen. Könnten Sie vielleicht bei mir vorbeischauen? Vorbeischauen? Ich wohne gar nicht weit von hier, in der Salbeistraße 4, Hoffmann. Mhm. Dann auf Wiedersehen und vielen Dank. Ja, auf Wiedersehen, Frau. Oh, bitte können Sie mir nicht auch eventuell ein bisschen fehlen, die Sie viel antike Sektoren Schreinerarbeiten machen. Also wissen Sie, aus dem 70. Jahrhundert, Uhren sind nämlich eine Liebhaberei von mir. Psst, Pumuckl. Bitte schön. Nicht Leute nachmachen, das tut man nicht. Warum nicht? Außerdem sind Uhren wirklich eine Liebhaberei von mir. Habe ich sehr, sehr lieb. Habe ich so eben entdeckt. So? Ja, cool. Aber wissen Sie, nur so kleine, feine Uhren wie die an der Kette hier. Okay, Pumuckl. Och, wenn die nicht an der Kette gehängt wäre, dann wäre sie... Was? Dann wäre sie nämlich hier in meiner Tasche, wäre sie dann... hatte gerade die richtige Pumuckl-Uhrengröße. Du, gell? Heute fällt zurück. Warum? Solche Sachen mag ich nicht. Versprich mir, dass du dich nie an sowas vergreifst. Ich käme am Schluss im Verdacht, dass ich ein Dieb bin. Wieso? Auch Kunden verlieren ja manchmal was. Nein! Bei mir nicht, verstanden? Schrei doch nicht so, ich will so eine Uhr haben. Ja, oder sonst was. Und wenn du nicht willst, dass ich mir einfach eine irgendwo, also leihe, dann kaufst du mir eben eine. Oh, ich bin doch nicht krank. Ja, was meinst du denn, was so eine Uhr kostet? Pumuckl, sei gescheit. Nein, ich will nicht. Schau, eins sag ich dir. Ja. Wenn du eine Uhr irgendwo stiehlst, ja, und man findet die bei uns hier, dann kommt die Polizei, dann werde ich eingesperrt. Unweigerlich. Willst du, dass ich ins Gefängnis komme, nichts kriege als Wasser und Brot und die Werkstatt wäre geschlossen und ich bin völlig ruiniert? Nein, 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 das will ich nicht. Wirklich nicht. Na also, Pumuckl. Geh weiter, sei gescheit. Ah, jetzt arbeiten wir wieder. Geh weiter. Ja, da arbeiten wir lieber weiter. Nun, und damit hat es so den Anschein, dass die Sache mit der Uhr erledigt gewesen wäre. Beide haben den ganzen Tag über nicht mehr davon geredet. Am Abend hat es der Meister Eder vorgezogen, die Dame mit der Uhr nicht aufzusuchen. Hätte ja sein können, dass der Pumuckl unsichtbar mitshaust und, nein, also lieber nicht. Und doch, wahrscheinlich wäre es besser gewesen, der Meister Eder wäre zur Frau Hoffmann gegangen, statt mit dem Pumuckl einen Abendspaziergang zu machen. Denn bei diesem Spaziergang sind sie an einem Uhrengeschäft vorbeigekommen. Na, was ist denn? Uiuiui, die Uhren, viele, viele Uhren. Schau nur, schau. Na und? Ticke, 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 ticke. Das ist halt ein Uhrengeschäft. Ja. Das sind aber lauter Armbanduhren. Ja, guck mal, da ist doch eine ganz, 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 ganz kleine Runde. Ja. Könntest, also das ist ja nur eine Frage, weißt du, könntest du nicht wirklich diese kleine, kleine Uhr kaufen? Na, wirklich nicht. Wieso? Außerdem ist ja der Laden geschlossen. Ja, aber der macht ja morgen wieder auf. Kann sein ja nicht. Also komm, jetzt gehen wir weiter. Und weißt du, schauen ist doch wohl noch erlaubt. Ja, dann schau halt, ich geh weiter. Ui, wie schön. Kleine Uhren, große Uhren, allen Uhren auf den Spuren. Ist der Kobold mit Geschick, kriegt auch eine, tak, 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 nein, tick, 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 das reimt sich besser. Die beiden sind dann weiterspaziert und jeder war mit seinen Gedanken sehr beschäftigt, bis sie drei Querstraßen weiter wieder an einem Uhrengeschäft vorbeigekommen sind. Ui, 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 da ist ja noch eins. Herrschaftszeiten, wenn ich dort dran denke, wäre ich andere Straße gegangen. Ui, ist das gegangen. Schön. Pumuckl, bleib da. Da brennt noch Licht.
drin. Da kann man noch rein. Ab wo? Ist doch schon längst Geschäftsschluss. Ja, ich sehe doch noch Menschen drin. Ah, das wird der Uhrmacher sein, der noch was repariert. Au, 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 bleibst. Au, lass mich aus. Au. Na? Au, au, ich will los, du willst mich weg. Nein, nicht, lass ich dich aus. Weil gar keine Ruhe gibst, mit denen ich vermaledeiten Uhren. Wer weiß, am Ende kommst du noch nicht in den Laden. Nicht! Du sollst mich nicht in deine Manteltasche stecken. Aber Ruhe gibst jetzt. Ich will raus, ich will Luft schnappen. Ich krieg keine Luft mehr. Geh jetzt hier rauf. Du hast gesagt, wir gehen Luft schnappen. Ja. Und hier in der Manteltasche ist überhaupt keine Luft, die ich schnappen kann. Versprich mir zuerst, dass du nicht in den Uhrenladen gehst. Ja, ich verspreche es. Also, dann saß zu. Schnapp, 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 Luft, Luft. Aber jetzt tu du nicht gar so. Warst ja noch gar nicht richtig drin in meiner Tasche. Ja, aber fast war ja, in der Tasche und jetzt drin. Gehen wir freilich die Salbeistraße runter und heim. Auf dem Weg kommt bestimmt kein Uhrenladen mehr. Das ist die Salbeistraße? Ja, warum? Mei, jetzt hat er sich auch noch die Straße gemerkt, wo die Frau Hofmann wohnt. So was Blöds, dass mir das rausgerutscht ist. Pumuckl, versprichst du mir bei deiner Koboldserie, dass du nicht zur Frau Hofmann gehst? Wir zwei sind geschiedene Leute, wenn der Frau die Uhr fehlt. Aber reg dich doch nicht auf. Ich verspreche es dir. Bei deiner Koboldsehre? Bei meiner Koboldsehre. Ich will bestimmt nicht, dass du eingesperrt wirst und Wasser und Brot. Brrr, und kein bisschen Bier und Wurst. Nein, 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 das will ich ganz bestimmt nicht. Am nächsten Tag ist der Pumuckl in seiner Schaukel gesessen und hat heftig nachgedacht. Der Meister Eder hat gearbeitet. Aber plötzlich ist die Schiffschaukel stillgestanden und der Pumuckl war weg. Nun, das ist nichts Außergewöhnliches. Der Pumuckl treibt sich gern irgendwo in der Umgebung der Werkstatt herum. Als dann die Mittagessenszeit kam, war immer noch kein Kobold da. Der Meister Eder hat sich mittags noch nicht viel Gedanken gemacht, wo der Pumuckl sein könnte. Wie gesagt, das kommt öfters mal vor, dass der Kobold sich irgendwo herumtreibt und die Essenszeit versäumt. Kennt ja keine Uhr, nicht wahr? Er kommt halt, wenn er Hunger hat. So um 4:30 herum macht der Meister Eder immer Brotzeit. Eine Zeit, die der Pumuckl besonders liebt und deshalb ungern versäumt. Aber kein Pumuckl war da. Schon wesentlich besorgter hat der Meister Eder da im ganzen Haus gerufen. Pumuckl! 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 Pumuckl, Brotzeit ist! Heute hab ich eine ganz feine Wurst, Pumuckl. Komm, kriegst ein schönes, dickes Radl Wurst. Pumuckl! Na, jetzt weiß ich nicht, was ich denken soll. Wird ihm da nichts passiert sein. Aber vielleicht hat er sich wo einzwickt und kann nicht raus. Ja, wo suche ich denn gleich? Pumuckl! Pumuckl! Ja, wo ist denn der? Ah, nachher mache ich auch eine Brotzeit. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger. Aber warten wir noch ein wenig. Der Meister Eder wartete vergeblich. Denn der Pumuckl war, ahnt ihr was? Ja, er war in dem Uhrengeschäft. Zuerst war er zu dem Uhrengeschäft spaziert, an dem er am Abend vorher mit dem Herrn Eder vorbeigekommen war und wo er nicht herein konnte, weil zugesperrt war. Mit einem Kunden wischte er in den Laden. Es war sehr aufregend für ihn. Er hüpfte zwischen tickenden Weckern herum, setzte sich auf ein Uhrenpendel einer Standuhr und schaukelte, verrückte ein bisschen die Zeiger einer Kuckucksuhr und war überhaupt sehr vergnügt. Er schlüpfte auch in die Werkstatt, wo der Uhrmacher eine Armbanduhr reparierte. Die vielen kleinen Rädchen, die sich da bewegten, und nein, es war so schön, dass der Pumuckl ganz vergaß, dem Uhrmacher das Werkzeug und die kleinen Schräubchen zu verschleppen. Tja, und als er lange genug zugeguckt hatte, ging er wieder in den Laden und suchte nach einer ganz, ganz kleinen Uhr. Aber da war nichts zu machen. Die kleinen Uhren lagen fest verschlossen in einem Glasschrank. Da machte er sich auf den Weg zu dem zweiten Uhrengeschäft. Und siehe da, kaum war er im Laden, da entdeckte er genau die Uhr seiner Träume, und zwar mitten auf dem Ladentisch. Der Uhrmacher hatte die Schublade mit den kleinen Uhren herausgezogen und zeigte sie eben einem Kunden. Der Uhrmacher schob die Schublade mit den kleinen Uhren wieder in die Vitrine und zog das Fach mit den größeren heraus. Aber was er nicht merkte und auch nicht merken konnte, im Schubfach mit den kleinen Uhren saß der Pumuckl, der sich getrost mit in die Glasvitrine schieben ließ.
Da saß er mitten in seinem Glück, rings umgeben mit kleinem, zierlichem Geticke von lauter entzückenden kleinen Uhren. Die Stimmen vom Uhrmacher und dem Kunden hörte er in der Vitrine drinnen nur noch ganz fern. Ja, das ist nun eher das, was ich suche. Die sind stoßgesichert und auch ziemlich wasserdicht. Was heißt ziemlich? Naja, zum Schwimmen kann man sie nicht direkt anziehen. Aber etwas Wasser vertrauen sie schon. Oh, oh, tick, tick, tick ist wie Musik. Tick, 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 bin voller Glück. Glück. Hui, welche nehme ich denn da? Die goldene oder die? Nein, nein, die hat ein dummes Lederband, die will ich nicht. Ob da auch so kleine Rädchen drin sind? Ich will nämlich nur eine Uhr mit Rädchen haben. Es wäre ja zu dumm, wenn ich eine erwische, die keine Rädchen hat. Ob ich die wohl aufkriege? Oh, 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 das geht aber schwer auf. Na, probieren wir es mal bei der da. Ja, also ich bleib bei dir da. Gut. Sollte es meiner Frau nicht freuen, dann, na ja, dann kann ich sie umtauschen. Ja, selbstverständlich. Ah, der Spalt wird schon etwas größer, wenn ich jetzt nur ein Messer oder sowas Ähnliches hätte. Aber Sie werden sehen, dass Sie mit der Uhr viel Ehre einlegen werden. Ach, jetzt bin ich aber erschrocken. Hat der vielleicht den Kasten zugesperrt, in dem ich drin sitze? Sieht so aus. Oh, das macht ja nichts. Beim nächsten Kunden sperrt er wieder auf und da wird der Pumuckl. Niemand hat's gesehen. Mitsamt der Uhr wieder heraushüpfen. Ich muss ja sowieso noch prüfen, ob da auch Räder drin sind. Der Pumuckl war so beschäftigt, dass die Zeit, die rings um ihn tickte, einfach verflog. Der Meister Eder aber saß ohne Appetit beim Abendessen. Wenn ihr nur wisst, was los ist. Also solche Sorgen haben mir schon lange niemand gemacht. Jetzt ist schon halb acht. Dabei geht meine Uhr noch nach. Uhr! Ah, wenn der Pumuckl doch zu der Frau Hofmann gegangen ist und hat die Uhr genommen und geht jetzt nicht mehr heim, weil er weiß, dass ich schimpf. Mei, was mache ich bloß? Was mache ich denn bloß? Er hat mir doch sein Ehrenwort gegeben. Aber wer weiß. Also, ich gehe jetzt zu der Frau Hofmann. Das wird sie da fragen lassen, ob sie eine kleine Uhr noch hat. Und er hat sich aufgemacht und ist zur Frau Hofmann gegangen. Er hatte ja einen Grund, die Maße und die Vorlagen für die Standuhr. Ja, das ist ja nett, dass Sie so prompt kommen, ja, Herr Eder. Bitte kommen Sie nur rein. Ja, ich bin so frei. Also hier, das ist das Zifferblatt. Mhm. Ach, schön. Sehr schön. Ja, und das ist die Vorlage. Aha. Das ist der Stiel, in dem das Gehäuse sein müsste. Glauben Sie, dass man das nachbauen kann? Ja, mei. Keiner tut mir alles. Viel Arbeit. Sehr viel Arbeit ist halt. Aber Sie würden die Arbeit übernehmen. Ja, aber wenn es nicht pressiert. Ich freue mich sehr darauf. Aber ich möchte Ihnen wegen des Termins keinen Zwang auferlegen. Heut haben Sie aber Ihre kleine Uhr an der Kette gar nicht an. Meine Uhr an der... Ja. Ach, die, ja. Ist Ihnen die so im Gedächtnis geblieben? Ja, allerdings. Aber haben tun Sie schon noch? Ja, warum sollte ich sie denn nicht mehr haben? Tun Sie mir doch den Gefallen und schauen Sie nach. Ja, aber wieso? Ich verstehe nicht. Ja, das können Sie auch nicht verstehen. Schauen Sie bitte nach, zu meiner Beruhigung. Gern. Ja. Aber Sie tun ja gerade so, als hätten Sie erfahren, dass jemand bei mir einbrechen will. Wissen Sie, ich träume manchmal so komische Sachen und die gehen dann in Erfüllung. Und Sie haben geträumt, dass meine Uhr gestohlen wurde. Moment mal. Ja. Ja. Da, sehen Sie, da ist sie. Ja, freilich, da ist sie. So. Na, sperren Sie es nur gleich wieder weg. Gleich. Ja. Ja, aber Herr Eder, wer wird denn so abergläubisch sein? Vergessen Sie es, Bittchen. Also nachher, ich nehme jetzt die genauen Maße, gell? Ich habe meinen Meterstab dabei, gell? Wenn Sie meinen, Herr Eder. Kein Zweifel. Die Dame hielt den Meister Eder für verrückt. Wahrscheinlich hätte sie am liebsten den Auftrag zurückgezogen. Aber die Maße hatte dann so genau und vernünftig genommen, dass sie sich überhaupt nicht mehr auskannte. Ein verrückter Künstler eben, dieser Herr Eder. Inzwischen war es 8:30 geworden und der Pumuckl saß immer noch in seiner Schublade. Er war aber schon lange nicht mehr vergnügt.
unheimlich dunkel da drin. Ich will raus! Ich werfe alle Uhren durcheinander, wenn ich nicht rauskomme. Alle! Hört doch auf zu ticken, ihr dummen Uhren. Genug getickt, ihr geht mir auf die Nerven. Ich will raus. Aber niemand hörte ihn. Der Uhrmacher war längst schon nach Hause gegangen. Der Meister Eder stand wieder auf der Straße und überlegte. Da waren sie doch gestern an zwei Uhrengeschäften vorbeigekommen. Ins erste hatte der Kobold geschaut und beim zweiten hatte der Herr Eder den kleinen Kerl in die Tasche gesteckt. Er ging also zunächst zum ersten Laden. Der war natürlich auch schon zu. Lange guckte der Meister Eder ins Schaufenster. Dann klopfte er vorsichtig gegen die Scheibe. Pumuckl! Pumuckl! Bist du da drin? Ich bin's! Pumuckl! Hallo? Ja? Sie, was tun Sie da in meinem Geschäft? Ich? Sind Sie der Inhaber? Ja, und ich möchte wissen, was Sie da tun. Entschuldigen Sie, ich wollte nur schauen, ob alle Uhren noch da sind, die gestern da waren. Ja, ich meine, sonst ist auch nichts Schlimmes passiert bei Ihnen. Ich meine, komische Geräusche, ja, oder so. Oder das, was runtergefallen ist, oder... Nein, ja. Das Seltsamste, was mir heute passiert ist, das sind Sie. Dann ist ja alles in Ordnung. Schaust, dass Sie zum Teufel gehen, sonst hole ich die Polizei. Ja. Der gute alte Meister Eder ist zwar nicht zum Teufel gegangen, aber zum nächsten Uhrengeschäft. Und zwar zu dem, in dem sein Pumuckl auch wirklich leise vor sich hinweinend in der Schublade hockte. Dem Pumuckl aber wurde das leise Weinen mit der Zeit zu dumm. Er begann wütend mit seinen kleinen Füßen gegen den Kasten, in dem er saß, zu trampeln und schrie dazu aus Leibeskräften. Ich will raus, ich will raus! Seid ihr verrückt, mich da einzusperren? Raus will ich! Er schrie so laut, dass man es raus bis auf die Straße hören konnte, wenn auch recht gedämpft. Nun, der Meister Eder konnte ihn nicht mehr hören. Der saß inzwischen verzweifelt zu Hause. Aber ein älteres Ehepaar, das gerade vorbeikam und in das Schaufenster guckte, hörte ihn. Raus, lass mich raus! Ich schlag alles ein! Ich will raus! Du, hier, was ist denn das? Das kommt aus dem Laden. Ja, da ist aber doch zu. Ich will nicht mehr hier drinnen bleiben. Ich will nicht. Du, da stimmt was nicht. Ach, der Laden gehört doch dem Herrn Meiselt. Der wohnt doch gleich bei der nebenan. Ja, da kommt er ja gerade. Ja, was ist denn da mit meinem Laden? Gerade höre ich, dass Sie reden von... Sie, Herr Meiselt, in Ihrem Geschäft schreit wer? In meinem Geschäft? Ja, wer soll denn da schreien? Ja, das wissen wir auch nicht, aber es war ganz deutlich. Vielleicht hat jemand Einbruch und dem ist was passiert dabei. Ja, da rufe ich am besten gleich die Funkstreife. Ja, und wenn wirklich was ist, dann sollen die gleich den Kerl mitnehmen. Ja. Gott sei Dank, dass Sie da sind. Herr Wachmeister, da drin ist jemand. Grüß Gott. Ja, grüß Gott, in meinem Laden. Sie, Herr Wachmeister, da schreit jemand. Wir haben es alle gehört. So, haben Sie schon Ihren Laden aufgesperrt und reingeschaut? Nein, um Gottes Willen, man weiß ja nicht, ob der Kerl nicht vielleicht einen Revolver hat. Ja, also im Großen und Ganzen schreien Einbrecher nicht bei Ihrem Geschäft. Also zwischendurch wimmert es auch. Ganz deutlich. Ja. Vielleicht ist es eine Katz. Ja, das werden wir gleich haben. Sperren Sie mal auf. Aber... bleiben Sie aus der eventuellen Schusslinie. Also aufsperren und auf die Seite springen. Ja, auf die Seite springen, ja. Jawohl. Herr Wachmeister, die Tür ist geöffnet. Komisch. Sie hört mir gar nichts mehr schreien. Ja, da ist aber keine Maus in dem Laden. Vielleicht in der Werkstatt, Herr Wachmeister. Alles leer. Fenster sind von innen verschlossen. Ja, aber bei mir habst du keine drei Leute. Ja, du ganz deutlich haben wir es gehört. Spinden hat hätte ich nichts gesagt, gell? Aber drei Leute spinnen doch nicht. Ja. Überhaupt nichts zum Sehen. Kontrollieren Sie mal Ihre Kasse, ob Sie irgendwas Ungewöhnliches dran entdecken. Jawohl. Schauen Sie nach, ob alle Schubladen zu sind. Ja, ja, natürlich, Herr Wachmeister. Geld, Moment mal, gell?
Nein, also da ist alles in Ordnung und alles ist zugesperrt wie vorher. Vielleicht ist die Stimme von woanders herkommen. Da kann man sich täuschen. Hm. Ja, das tut mir jetzt leid, also dass ich Sie behelligt habe. Ich weiß selber nicht, was ich denken soll. Ich habe mit meinen eigenen Ohren gehört... Ja, aber Sie sehen doch selber, dass niemand da ist. Ja, ja, Fralle, aber komisch ist es, sehr komisch. Jedenfalls besser so, als wir hätten einen Einbrecher festnehmen müssen. Ja, also, haben Sie recht. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Herr Wachtmeister, Wiedersehen. Also, da weiß man wirklich nicht, was man sagen soll. Mir zittern die Knie jetzt so, dass ich mich setzen muss. Das würde mich jetzt aber doch interessieren, was das war. Ja, wir kennen uns doch nicht so täuscht haben. Ja, ich weiß auch nicht, was ich denken soll. Wissen Sie was? Wir setzen uns jetzt alle drei ganz mucksmäuselstatt hinten in Ihre Werkstatt und da horchen wir. Ja. Die drei konnten natürlich nicht wissen, dass der Pumuckl in dem Augenblick völlig verstummt ist, wo er die Funkstreife gehört hat und wie er deutlich Herrn Meiselt, Herr Wachtmeister, sagen hörte. Es ist dem Kobold siedend heiß alles eingefallen, was der Meister Eder über eingesperrt werden und Wasser und Brot gesagt hat. Nein, das wollte er wirklich nicht. Als er nun hörte, dass die drei in der Werkstatt sitzen und horchen wollten, war er ganz verzweifelt. Das viele Geticke ging ihm auf die Nerven und unbequem war es in der Schublade, einfach scheußlich. Da saß er nun und die Tränen kullerten ihm über die Backen. Und darüber wurde er so müde, dass er einschlief. Weich, da schnarcht was. Kann das aus einer Wohnung nebenan kommen? Nein, nein, das kommt aus meinem Laden. Nein, also das halte ich nicht aus. Ihr könnt meinetwegen da bleiben, aber ich gehe. Hier gibt's ja Gespenster. Quatsch, Gespenster schnarchen doch nicht. Psst, psst, sind Sie still. Kann in Ihrem Laden nicht irgendwo einer drunter liegen? Aber den hätten wir doch gesehen. Gehen wir gemeinsam raus und schauen. Nein, du bleibst hier. Ich will nicht, dass dich einer erschießt. Einer, der wo schnarcht, der schießt doch nicht. Nein, ich rufe noch einmal die Polizei. Psst, psst, halt. Jetzt hat's wieder aufgehört. Ich rufe die Polizei an. Während der Pumuckl die drei guten Leute in Atem gehalten hat, hielt es der Meister Eder zu Hause nicht mehr aus. Und er ist in seiner Angst um den Pumuckl auf die Idee gekommen, zur Polizei zu gehen. Mochten sie ihn für verrückt halten, vielleicht war doch irgendwo etwas so Auffälliges passiert, dass die Polizei ihm einen Hinweis geben konnte. Entschuldigen Sie, Herr Wachtmeister, halten Sie mich bitte nicht für verrückt, aber ich wollte bloß fragen, ob nicht jemand in der Gegend seltsame Sachen gemeldet hat. Ja, was verstehen Sie unter seltsame Sachen? Ja, Gespenster vielleicht oder sowas Ähnliches. Wissen Sie, das, was weggekommen ist, auf seltsame Art. Eine Uhr vielleicht, oder? Ja, da wäre ich nicht recht schlau. Ja. Was haben Gespenster mit einer Uhr zu tun? Nix, eigentlich. Aber in dem Fall, wissen Sie, ich vermisse einen Kobold. Ein was? Ein Kobold? Ja. Hier, Polizeirevier Wachtmeister Kobold. Schmarrn. Wie bitte? Schnarchen? Wir können doch nicht jeden einsperren, der schnarcht. Wo kämen wir denn da hin? Was, ein Gespenst? Ja, wir haben da einen Herrn, der sucht ein Gespenst und Sie haben eins. Was? Da? Also ich verbitte mir, dass Sie mich zum Narren halten. Hier ist doch kein Irrenhaus. Von mir aus haben Sie 5 Uhrengeschäfte mit 10 Gespenster. Welches Uhrengeschäft? Franz, bitteschön, Herr Wachtmeister Franz. Das ist der Pumuckl. So. Also, Herr Pumuckl, wo ist Ihr Geschäft? Was? Sie heißen gar nicht Pumuckl. Ja, wie heißen Sie dann? Was? Meiselt? Meiselt! Vielen Dank, Herr Wachtmeister, vielen Dank! Ja, also ich sage Ihnen jetzt zum letzten Mal, gegen Schnarcher können wir amtlicherseits nichts unternehmen. Sowas. Na, sowas. Da draußen jemand gegen die Tür klopft. Das wird jemand von der Polizei sein. Gott sei Dank. Ich bin dem Herzschlag nach. Herr Meiselt! Herr Meiselt! Sind Sie von der Polizei? Nein, ich komme von der Polizei. Lassen Sie mich rein. Ich glaube, ich kann Ihnen helfen. Nehmen Sie eine schwere Zange in die Hand für alle Fälle. Ich weiß nicht, vielleicht ist es ein Komplize.
Eder ist mein Name. Ja, grüß Gott. Schreinermeister Eder, Sie haben komische Geräusche gehört. Ja, zuerst eine Stimme, die geschrien hat, ich will raus, und später nur noch schnarchen. Das hat aber jetzt wieder aufgehört. Ah, nachher ist er aufgewacht. Wer ist aufgewacht? Und von woher kommt denn das Schnarchen? Ja, es klingt, als käme es aus dem Kasten. Aber in den kleinen Schubladen, da kann ja keiner schnarchen. Haben Sie eine Ahnung? Sind die Schubladen zugesperrt? Ja, selbstverständlich. Geh, machen Sie es auf. Sie brauchen keine Angst drum, dass ich was nimm. Ich bleib hier unter der Tür stehen. Ja, da kann doch niemand drin sein. Sie werden sehen. Wenn's alle Schubladen aufziehen, dann hört Schnarchen auf. Das kann doch nicht wahr sein. Au! Ja, jetzt ist alles gut. Der Schnarcher ist heraus. Ja, wie wollen Sie das wissen? Ach, das ist doch ganz einfach. Ihr Schrank ist aus dem Holz gemacht, das noch jung ist und ächzt. Da muss man bloß die Schubladen aufmachen, dann hat das Holz eine Luft und alles ist vorbei. Das kann doch nicht möglich sein. Das gibt's ja gar nicht. War doch eine Stimme. Ach, glauben Sie seinem alten Schreiner. Das Holz ist was Lebendiges. Und manchmal schreit sogar. Also dann meine, auf Wiedersehen, gell? Nichts für uns und auf Wiedersehen. Sagen Sie, verstehen Sie das? Nein. Ja, aber hier in der Schublade, da sind ja alle meine Uhren durcheinander geworfen. Oh, fehlt eine? Nein, fehlt du keine. Bist du mir sehr böse? Nein. Ich habe nämlich keine Uhr genommen. So? Ich will auch gar keine mehr. Ticken ist nämlich ekelhaft. So. Bitte red doch einen langen Satz mit mir. Das war alles so scheußlich. So. Und ich verspreche dir, ich will sowas nie, nie mehr wieder tun. Na ja, nachher will ich wieder reden mit dir. Ja, bitte, bitte. Ach, einen Kohldampf habe ich, sage ich da. Vor lauter Aufregung habe ich seit Mittag nichts mehr gegessen. Du auch nicht? Ich auch nicht. Ui, ui, jetzt spüre ich's. Ui, grässlich Hunger habe ich. Komm, lass uns ganz schnell gehen. Ja. Ja, und du, dann weiß ich nämlich noch ein Gedicht. So. Das sollte man sich merken. Das heißt, am besten ist es viel zu essen und alle Uhren zu vergessen.